Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sein Porter, nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von... Ich verstehe nicht, warum das Auto jetzt als Pickup ist. Wir hätten doch unten bleiben können, aber ist okay. So. Die Welt war eine andere, als ich. Kann ich bewegen? Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Boten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Charmant. Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Oh oh. Hier ist ein Regenbogen, was Schlechtes. Noch bis zum Verbrennungsofen. Ui, das sieht nicht gut aus. Shit, wir müssen mitten durch die GDs durch. Na, hoppala. Ja. Ich würde sagen, wir haben das nicht geträumt. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion. Wer fesselt mich? Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Cheval. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Scan wird gestartet. Jetzt kann ich wieder übernehmen. Oh. Das Morphin. Achso, tut da verrückt. Ja, danke schön. Überall eingestürzte Häuser, beziehungsweise verlassene Häuser. Wiederaufbaubewegung. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. Hm. Also gehen wir jetzt direkt zur Präsidentin. So, da müssen wir hin.